Oh yeah, Elektroschrott. Roffel, 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 Roffel. Na, was fehlt ihm noch? Licht. Und zwar Positionslichter. So ein Roffelcopter hier, ne? Der ist nämlich ziemlich kacke zu fliegen, wenn man nicht sieht, wo vorne und wo hinten ist. Weil wenn man das Gerät dann dreht, so um die Achse, so die dieses berüchtigte Manöver, ich glaube, ja, ist die Richtung im Pilotenfach Englisch, dann kann man da ziemlich schnell einen Überblick verlieren. Lösung dafür ist, dass also bei den meisten solchen Dingern, gerade auch bei den kleinen Spielzeugen, sind dann normalerweise hier an den Enden der Ausleger LEDs dran. Ich glaube, meistens sind es hinten zwei rote und vorne zwei blaue oder so oder andersrum. Und daran kann man es dann ziemlich gut erkennen, wo man gerade in der Luft liegt. Tja, Platz ist ja immer so ein Problem bei dem Baby hier. Und deswegen habe ich mir ernsthaft überlegt, ja, wo um alles in der Welt soll ich denn hier Licht hinmachen? Und die Lösung dazu sieht so ein bisschen so aus. Ja, das ist jetzt klein. Das hier ist ein Breakout-Board, genau genommen ein Papierausdruck der Rückseite eines Breakout-Boards. Und man muss sich das mal so vorstellen. Das so hier hin. Ja, also an so die Ausleger unten, an die Füßchen dran. Und dann kommt hier die LED hin, da in dem unteren weißen Bereich. Und scheint dann nach außen raus, scheint hier also auch so den Ausleger an, sodass ich, zumindest hoffe ich das, das werden wir sehen, wenn es fertig ist, sodass man dann also so hier allgemein so ein bisschen Beleuchtung über den ganzen Ausleger hat und man das gut von allen Seiten sehen kann. Ja, wie das so ist, ne? Ich habe dafür Platinen-Layout gemacht für diese Adapter, für die RGB-LEDs, diese LEDs, das sind, na, ich muss mal gucken, ich habe welche da. Lasst sie mich raussuchen, lasst sie mich raussuchen. Genau, ja, es handelt sich hier um WS2812, das hier sind keine WS2812B und das sind winzige kleine Scheißerlein, ne? Ja, sind 5x5mm große ja, SMD-Teile. Und diese SMD-Teile, die kann man so natürlich nicht direkt irgendwo hinlöten. Da braucht man kleine Breakout-Boards. Und wofür bin ich der Platinen-Ätzer? Genau, dafür, dass ich mir sowas bastle. Also habe ich mich hingesetzt, von der Grippe noch geschädigt, wie ich gerade so bin. Habe ein schönes Eagle-Design gebaut. Da habe ich die Bilder davon stolz auf Google Plus gestellt, während ich mich runter in den Keller begeben habe, um die Platine zu ätzen. Und währenddessen hat dann der Paul einen Kommentar geschrieben bei G+. Mit dem nicht von der Hand zu weisenden Hinweis, dass diese Teile noch einen Kondensator und einen Widerstand brauchen, weil sonst tun die nicht. Ja, die bereits geätzte Platine ist jetzt also ein, wie soll ich sagen, ein Glasuntersetzer. Ich muss ein bisschen nachdenken, weil ich untersetze meine Gläser nicht. Ich bin eine alte Potsau. Aber ein Glasuntersetzer für den Sascha Berger, der freut sich darüber. Da konnte ich wenigstens ein bisschen Gegenleistung für diese tolle Musik machen. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe nochmal geigelt. Was ich geigelt habe, sehen wir jetzt hier. Das hier sind die, ne, ich mache mal was dahinter, damit man es noch ein bisschen besser erkennt. Das sind jetzt die Vorlagen für die Breakouts. Und was man hier sieht, diese Vorlagen für diese Breakouts sind für eine zweiseitige Platine. Oh, meine erste zweiseitige Platine. Also hier zwei Seiten PCB, zwei Seiten Lötstopp. Das kann auch lustig werden. So, das war gerade eben einfach der Anruf des Crack-Dealers, der Umstand, dass die Katzen Kacksand gebraucht haben. Ich muss mir nochmal los und dann war es mal so, im Keller unten, ja, wird schon die Brühe warm. Und ich habe jetzt hier ein paar Sachen gekauft. Was haben wir hier? Widerstände, 150 Ohm, 8 Watt, 0805er. Normalerweise habe ich bis jetzt immer nur 1206er gelötet, aber ich fürchte, auf den Dingern, da habe ich sehr wenig Platz. Kondensatoren auch 0805er, 100 Nanofarad. Ja, die brauche ich ja auch für die LED-Dinger. Dann habe ich noch ein paar Abstandshalter gekauft, die sind mir ausgegangen. Ein paar Elkos, SMD-Elkos, die brauche ich für meinen Fettleiter in SMD.
Und hier, na, da bin ich mal gespannt drauf, ob das was taugt. Da habe ich mir mal so eine dreiadrige Leitung hier besorgt, so ein Kabel. Eventuell verwende ich das für den Anschluss von den LEDs, aber es ist eigentlich schon ziemlich dick. Ich glaube, da kann ich auch schon fast ein normales Flachbandkabel nehmen. Ja, ich muss mal schauen, was mir hinterher besser gefällt, aber auf jeden Fall habe ich mir so ein Kabel beschafft. So, ihr seht, ich habe die Laborhandschuhe schon an und wisst ihr warum? Weil es jetzt in die Soppe geht, ab in den Keller. Der Michael Kuckert hatte ja vermutet, dass ich so ungefähr 3 Versuche brauchen würde, bis ich eine vernünftige oder er sagte perfekte Platine hinkriegen würde. Es ist jetzt eine Frage der Definition. Es ist insofern nicht perfekt, als das Kupfer nicht hundertprozentig perfekt ist. Da war die Laserdruckervorlage einfach mal wieder nicht so gut, wie ich sie gerne gehabt hätte, aber für den Zweck reicht es aus. Nur, also die Strukturen sind perfekt. Und was ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen könnt, aber ich habe es gesehen, als ich es mal gegen das Licht gehalten habe, die Löcher sind wirklich absolut deckungsgleich. Also wenn ich das Zeug hier bohre, dann passt das genauso, wie ich es haben will. Und damit würde ich sagen, Teil 1 der ersten Doppelseitenplatine ätzen und reinigen mit Perfektion abgeschlossen. Und jetzt muss Lötstopp drauf. Das Lötstopp-Laminat ist jetzt drauf. Ich habe es schon mal kalt laminiert und die Seiten abgeschnitten. Im nächsten Schritt muss es heiß laminiert werden, dafür läuft gerade der Laminator warm. Was ich noch sagen wollte vorweg, ich hoffe sehr, dass das FR4 nicht sehr UV-durchlässig ist. Wenn es das nämlich sein sollte, dann kriege ich ein echtes Problem damit, wenn ich das hier jetzt belichte. Und dann könnte der Gucker doch noch recht bekommen, weil dann könnte ich es nämlich mehr oder weniger wegschmeißen und eine neue machen, wo ich dann tatsächlich die Laminatdinger auf den beiden Seiten komplett getrennt voneinander machen müsste. Ja, schauen wir mal, ob es geht. So, der Augenblick der Wahrheit ist gekommen. Jetzt schmeiße ich die Platine mal ins Entwicklerbad. Und wir lassen uns davon überraschen, ob es geklappt hat oder ob das FR4 dann doch irgendwie zu durchlässig ist. Also auf den ersten Blick sehe ich was recht vielversprechendes. Es scheint nämlich so, als würden tatsächlich genau die Teile entwickelt werden, die entwickelt werden sollen. Und das wäre ja, also das wäre ganz hervorragend. Ja. Ja, Plastikpinzette zum Umdrehen hier. Ist zwar nur so da, aber man muss ja nicht drin rumflicken. Auf der Seite hier sieht es eigentlich auch gut aus. Das ist sehr ermutigend. Gut, also das Entwickeln hier, das dauert jetzt ewig. Ich mache euch wieder an, wenn es fertig ist. Dann schauen wir mal, ob es uns glücklich macht, die Platine. Und ich würde sagen, ja, tut sie. Also hier mal die Vorderseite, die sieht schon ziemlich gut aus. Ist nicht ganz perfekt, also das Ganze ist um 1/10 Millimeter zur Seite gerutscht, behaupte ich. Ja, da sind hier an der Seite sind die Augen so ein bisschen angefressen, das ist noch nicht perfekt. Hier sind sie ziemlich gut geworden. Die Rückseite ist fast 100%, also die sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich hatte ein bisschen Spaß mit der Kreissäge. Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch nicht wieder da, Scheißgrippe. Dabei sind ein paar rausgefallen, die nicht so gut geworden sind. Wo ich ja so Stücke vom Lötstopplaminat abgeplatzt sind. Das waren aber insgesamt nur 3 von den Streifen. Die anderen sind größtenteils recht gut geworden und ein paar davon sogar ganz hervorragend. Und von denen, die richtig gut geworden sind, habe ich mal einen hier genommen und habe ihn schon mal gebohrt. Zumindest die kleinen Löcher. Weil das wollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich den Strip hier in kleinere Teile prügle. Mit den großen Löchern, ja, muss ich nochmal schauen. Wahrscheinlich bohre ich die auch noch, bevor ich ihn tatsächlich zersäge. Aber erst, nachdem ich das gemacht habe, was jetzt als nächstes kommt. Weil, ich zeig mal kurz. Es gibt hier eine Stelle, also die 4 hier unten, da soll ein Kabel reingelötet werden. Das Loch hier oben, das hat eine etwas andere Bedeutung. Das muss tatsächlich ein Via werden, also eine Durchkontaktierung. Weil hier kommt die Stromversorgung für den Mikrocontroller in dem LED-Chip ran. Und da braucht man hier hinten noch einen Kondensator und einen Widerstand. Und durch diese Durchkontaktierung wird es nach hinten und dann auf die Plus 5 Volt geführt. Okay, Durchkontaktierung. Wie macht man sowas? Ja, ist ganz einfach, zeige ich euch. Zum Durchkontaktieren
braucht man ein paar mehr oder weniger spezielle Dinge. Das erste ist eine halbwegs stabile Metallunterlage. Das hier ist ein Stück von einem Gehäuse von einer alten 3,5 Zoll Floppy. Dann braucht man hier diese Durchkontaktiernieten. Ja, die sind von Bungard, habe ich bei Reichelt gekauft, der mich nicht alles täuscht. Sieht nach einem Reichelt-Aufkleber aus, könnt ihr ja danach suchen. Ja. Die sind winzig klein, das sind so ganz kleine Kupferröhrchen. Und davon brauche ich jetzt mal eines. Zap, zap. Und dieses eine Kupferröhrchen, das muss man jetzt durch eins von diesen Löchern hier durchstecken. Das ist kackfreckelig. Dafür habe ich mir hier beim Chinesen bei Banggood so ein Zahnarztwerkzeug hier besorgt. Damit geht das eigentlich prima. Dann schiebt man nämlich einfach mal die Tülle hier auf die Spitze. Das geht einigermaßen einfach. Und so wie das jetzt ist, nimmt man es und positioniert es hier in einem von diesen Bohrlöchern, wo es rein soll. Ich glaube, das kann man hier einigermaßen sehen. Da ist das Biest. Jetzt drehe ich die Platine um und drücke einfach auf der Metallunterlage das Röhrchen einmal komplett durch. Ja. Um es nochmal zu zeigen, man sieht also auch hier in dem FF4 ganz gut, wo es durchgedrückt ist. Und da ist jetzt so ein kleines Stückchen Kupfer, das rausschaut. So, und das kleine Stückchen Kupfer, das müssen wir genauso platt kriegen wie die Seite. Und wie? Das ist ganz einfach. Das ist ein Prozess in zwei Schritten, für die man so einen Werkzeugsatz hier haben sollte. Das ist ein sogenannter Durchtreibersatz. In meinem Amazon Store findet ihr den verlinkt. Und als erstes nimmt man einen sogenannten Körner. Der Körner, das ist einfach nur ein Stück Eisen, wenn man so will, wo vorne so eine konische Spitze dran ist. Und die konische Spitze, die setzt man hier genau auf diese Tülle auf und haut mal leicht drauf, nicht volle Möhre. Wenn man sich das jetzt anschaut, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, da sieht man, es ist schön aufgefächert, ja, aber es ist noch nicht ganz flach. Ja. Und um das ganz flach zu kriegen, nimmt man jetzt aus diesem Werkzeugsatz ein anderes Werkzeug, einen sogenannten Durchtreiber. Der hat vorne eine völlig flache Spitze. Die flache Spitze, die setzen wir jetzt hier mal auf. Ja. Haben wir mal ein bisschen mehr Schmackes drauf. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das sieht ziemlich perfekt aus. Das ist so glatt, das kann man mit den Fingern kaum spüren, also wenn man nicht Brailleschrift lesen gewohnt ist. Und was die elektrische Verbindung angeht, schauen wir mal. Durchgangsprüfer ist in place. Das ist jetzt ein bisschen Frigelei. Ja. Passt. Also, wunderbar durchkontaktiert. Wenn sowas mal nicht sofort vernünftigen Kontakt gibt, dann kann man darum mit einem Tropfen Lötzinn nachhelfen. Aber irgendwie, wenn man irgendwie daran rumlötet, dann könnte man auch gleich einfach nur einen Draht durchstecken und Klecks Lötzinn drauf machen. So eine richtige Durchkontaktierung hat schon irgendwie mehr Stil, finde ich. Ja, die anderen drei, die mache ich jetzt ohne euch. Trara, vier wunderschöne Durchkontaktierungen, sind absolut perfekt geworden. Dafür hätte man sich jetzt auch vom Bungard so eine Durchkontaktiernietenzange kaufen können. Sowas gibt es, spezielles Gerät. Kostet aber irgendwie, keine Ahnung, fast 300 Euro oder so bei Reichelt. Und mal ganz ehrlich, dann nehme ich doch lieber meinen Durchtreiber und meinen Körner für einen Zehner. Das macht jetzt auch nicht so viel mehr Arbeit und ist deutlich billiger. Die kleinen Scheißerlein sind durchkontaktiert, gebohrt, vereinzelt. Sehen doch richtig geil aus, oder? Ja, es wäre eigentlich einfacher gewesen, die Teile also als Strip zu bestücken. Aber ich habe mich dafür entschieden, sie vorher zu sägen, weil ich nicht mit den Sägeblättern beigehen wollte, wenn ich schon drauf gelötet habe. Aber durch die Erschütterung könnten die Lötstellen leiden. Und wenn man dann doch nochmal beim Sägen eine Platine kaputt macht, ist es ärgerlich, wenn man schon seine LEDs drauf gelötet hat. Deswegen, vorläufig mal in diesem Zustand. Und so sehen die kleinen Erfolgserlebnisse aus, über die wir uns alle freuen. Ich habe einfach mal eines von den Dingern komplett bestückt. Sieht schnuffig aus, ne? Und provisorisch mit einem Dupont-Stecker an den Flight Controller angeschlossen.
Ja, Akku dran und leuchtet. Farbe kann man konfigurieren über die CleanFlight Firmware. Und was ich jetzt machen muss als nächstes, ich muss noch 3 von den Biestern bestücken. Und dann kommen die alle da unten an ihre vorgesehenen Positionen dran. Bei der Helligkeit sieht man die auch hervorragend. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Und ja, da muss ich es alles verkabeln. Das wird nochmal so ein bisschen stressig mit der Strippenzieherei, aber alles hinzukriegen. Kann ich aber erst fertig machen, wenn ich noch ein paar männliche Dupont-Stecker Klimmkontakt-Fuba bekommen habe, weil ich die verwenden werde, um alles miteinander zu verbinden. Und ja, ist bestellt, sollte irgendwann im Laufe der Woche kommen. Mal schauen. Mache ich wahrscheinlich nochmal ein anderes Video draus, weil hier habe ich jetzt schon eine ganze Menge Material und ihr habt euch verdient, dass ihr mal wieder was seht. Ja, ihr dürft euch jedenfalls schon auf Ruffelcopter 5 freuen, wenn die kleinen Biester überall dran sind. Bis dahin ziehe ich hier nochmal kurz den Strom ab. Ja. Oh, das ist gar nicht so einfach mit einer Hand. Ja. Und zwar nur, damit ihr hier das hier nochmal genauer sehen könnt. Unglaublich niedlich, oder? Also, da ist es halt geil, wenn man diese Scheiße mit der Elektronik kann, weil wenn man dann so ein Bauteil braucht, baut man sich's. Ja. Und ansonsten, der grippeninfizierte Zappes, ja, ihr hört das, la 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 la, der verabschiedet sich jetzt von euch mit dem klassischen Spruch, Tschüssing.